Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video beim Hochsauerland Gaming. Ja, wir sind jetzt in der Phase, wo wir einmal verkaufen werden. Wir müssen jetzt hier, wir haben nicht so viel Geld und müssen jetzt einmal hier etwas verkaufen, um ein bisschen Geld zu bekommen. Ja, weil ich habe noch einige Pläne vor. Wir brauchen den großen Anhänger für unsere Wasserförderung, für unsere Produktionsstätten. Mit dem kleinen Anhänger ist das etwas schwierig. Dazu würde ich sagen, switchen wir einmal rum. Machen einmal schnell noch die Kühe sauber hier. Mit unserem kleinen Bobcat. Ja, machen auch gar nicht lange weiter hier rum, sondern ich habe schon einmal hier unsere Wolle geladen. Die bringen wir jetzt einmal weg in die Spinnerei. Aber ich sehe gerade, wir haben auf dem Anhänger noch Platz. Und dazu werden wir einmal, ja, diese beiden Paletten hier noch mitnehmen. So, jetzt ist auch der Anhänger voll. Und bringen das Ganze jetzt einmal in die Spinnerei. Ja, dazu machen wir einmal Rundumleuchte an, weil unser Konvoi oder unsere Zusammenstellung hat ein wenig Überlänge. Wir müssen natürlich auch noch einmal im Coca-Cola-Werk gleich vorbeifahren, müssen dort unsere Cola-Kisten abholen, weil die Produktion nämlich auch voll ist. Ja, die Folge heute dreht sich, glaube ich, nur so ums Verkaufen. Ich muss jetzt einmal gucken, wo muss ich denn überhaupt hin? Wo muss ich denn überhaupt hin? Ja, das ist jetzt hier die große Frage. Wir müssen einmal die Wolle verkaufen in die Spinnerei. Lass es dann hier rum. Ja, es wird, es gibt im Moment auch wieder nicht so viel Geld für unsere Wollpaletten. Man sieht auch, dass unser Anhänger, sind die Paletten ein wenig verrutscht. Das hängt aber auch mit diesem Mod zusammen. Sieht man jetzt hier leider auch, dass dies nicht so funktioniert, wie es eigentlich sein soll. Ja, okay, dann können wir die Spanngurte auch lösen. Jetzt muss ich einmal hier mit dem Drehschemel quasi zurücksetzen. Fahren jetzt auch auf dem direkten Weg in unsere Produktionsstätten. Wir müssen mal schauen, wie viel wir da jetzt von jedem haben an Cola oder Käse. Hier wieder ein typischer Sonntagsfahrer. Aber den werden wir jetzt hier gut austricksen. Ja, wir fahren jetzt einmal rüber in unsere Produktionsstätten
um dort unsere fertigen Sachen ja zu verladen. Wir sehen auch jetzt ja hier im Hintergrund sehr schön. Ich werde das einmal hier kurz reinfahren. Einmal kurz zum Anschauen. Unsere Bäume sind jetzt fertig zum Ernten. Ja, diese Bäume werden für unser Sägewerk dienen. Ich habe noch einmal genau nachgezählt, wie viele Bäume wir hier haben. Es sind 750 Stück. Ja, das ist eine beachtliche Menge, die wir hier haben, die wir auch ja, für längere Zeit benötigen, die uns auch genug ja, Kapazität bringen für unser Sägewerk, um unsere Paletten herzustellen. Unsere Paletten werden wir auch jetzt dann in den nächsten Schritten noch abholen. Aber jetzt fahren wir einmal erst rüber in unsere Coca-Cola-Produktion und werden dort die Kisten aufladen, die dort schon fertig produziert sind. Ja, unser Anhänger wird nicht ganz voll werden mit unseren Coca-Cola-Kisten. Aber man sieht schon, wir haben hier eine beachtliche Menge. Der Trigger ist so gut wie voll. Machen einmal die Spanngurte rum. Schauen einmal, wir haben kein Wasser mehr. Das heißt, wir müssen auch noch ja, Wasser hier reinbringen. Ja, Produkte ist, haben wir geladen, ist leer. Wasser ist auch leer. Ja, sollte fürs Erste jetzt reichen. Unser Helfer hat auch fast einen vollen Korntank. Dazu switchen wir einmal rum, um unseren Drescher hier abzutanken. Ja, wir haben hier jetzt auf vielen Feldern Raps angesät, den wir für unsere Dieselproduktion benötigen. Ja, es dauert noch ein wenig, deshalb werde ich auch hier den größtenteils weiter offline spielen, weil einfach dieser Erntevorgang mit unseren Feldern, die wir hier auf Feld 18, 17, 9 und 10 gesät haben. Auf Feld 13 haben wir einmal Sojabohne gesät. Quatsch, nicht Sojabohne, einmal Sonnenblume, Entschuldigung, die wir auch noch für die Dieselherstellung benötigen. Und dazu ja, ernte ich dieses Feld aber zuletzt, weil da müssen wir das Gebiss vorne an unserem Drescher wechseln. Ja, dazu switche ich einmal weiter, um unseren ja, LKW hier, was heißt LKW, unseren Traktor mit unseren Coca-Cola-Kisten, die wir hier jetzt angebracht haben, ja, einmal zu verladen. Ich werde aber noch einmal nachschauen, weil nämlich dieser Automatic-Load von unseren ja, Spanngurten hier nicht um die Kisten geht. Werden wir das Ganze jetzt einmal versuchen, hier ja, weiter zu festigen, aber ich sehe gerade, dass dies nicht funktioniert. Deshalb aktivieren wir einmal den Autoload zum Laden. Ich hoffe nur, dass unsere Kisten jetzt hier nicht runterfallen werden.
Wir haben noch in der Anzeige, wie man sieht, aktuell Kapazität für 4 Kisten. Dazu würde ich sagen, nehmen wir noch einmal 4 Kisten Bier mit, weil die Bevölkerung möchte ja auch gerne mit Bier weiter versorgt werden. Und wir haben hier auch, wie man sieht, unsere 4 Kisten voll. Ja, laden wir die 1, 2, 3, 4 Kisten noch auf. Machen einmal den Spanngurt rum. Wir schauen einmal kurz hier ins Menü hinein. Wo wir hier haben wir einmal unsere Coca-Cola, was wir am meisten verdienen, und das Guinness Bier. Mit Guinness Bier für Getreidespeicher Ost ist im Moment am lukrativsten, aber der Fahrweg ist zu weit. Deshalb würde ich sagen, wir nehmen einmal hier unsere Bahnstation Mühle. Dort haben wir Bahnstation Mühle einen sehr guten Preis und werden jetzt einmal dort hinfahren, um dann das Ganze dort zu verkaufen. Ja, wir haben auch genug Europaletten, die wir verkaufen können, die wir schon produziert haben. Es ist die Arbeit wird sehr viel schwieriger hier. Es wird sehr viel mehr Arbeit auf uns zukommen, weil es steht noch an unserer Bäckerei und die Zuckerfabrik. Für die Zuckerfabrik benötige ich natürlich noch Zuckerrüben, die ich hier erstmal noch anbauen muss. Ich werde aber die Zuckerrüben nicht auf allen Feldern anbauen, weil einfach die Erntezeit viel zu lange dauert, weil der Ernter ein Dreireihensäher ist, und ein Dreireihenernter würde dies Ganze einfach zu lange dauern. Ja, ich bin mal jetzt gespannt, was wir hier jetzt bekommen für unsere, ich sag mal, Mischanhänger, den wir hier haben, mit Coca-Cola und dem Guinness-Bier. Ja, weiß ich nicht, was wir jetzt hier bekommen an Geld. Wird, denke ich mal, nicht allzu viel sein. Wir schauen auch gleich ins Menü rein, was wir dafür bekommen haben. Ist aber ein ganz gutes lukratives Nebeneinkommen für unsere Farm hier auf Felsbrunn. So, dazu parken wir jetzt einmal hier nebenan, weil der Hänger diese Autoload-Funktion hat. Markieren wir einmal die Abladungsseite hier und werden das Ganze jetzt entladen. So, ja, das ist jetzt natürlich der große Vorführeffekt, weil uns unser Guinness Bier hier nicht entladen worden ist, sondern nur unsere Coca-Cola, unsere Coca-Cola Kisten hier entladen worden sind. Ich weiß jetzt ganz ehrlich gesagt nicht, warum uns hier jetzt unsere Kisten nicht verkauft werden. Ich kann ja einmal versuchen, ob ich dies händisch regeln kann. Nee, das geht nicht. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen, weiß ich auch nicht, ob das mit diesem Mod zusammenhängt
warum wir hier unsere Bierkisten von der Firma Guinness ja nicht verkaufen können. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. Ja, es wird was verkauft, aber tja, nicht so, wie ich es gerne hätte, dass hier die Paletten einzeln quasi verkauft werden. Ja, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt einfach mal versuchen, mit dem Ganzen, wenn wir das hier aufladen, ja, vielleicht dies ja so zu verkaufen, wenn wir hier ja einfach mal drüber fahren, aber das funktioniert auch nicht. Ja, Leute, sorry, aber das ist halt hier Real Gaming. Da weiß man nie, was hier funktioniert. Wir müssen wahrscheinlich das Ganze dann einmal, ja, so entladen. Tja, bis unsere ganzen Kisten hier verkauft sind. Dazu ja, werde ich offline mal ein bisschen weiter recherchieren, warum dies jetzt nicht funktioniert. Werde euch natürlich aber dann in dem nächsten Video darüber berichten, warum dies jetzt hier nicht funktioniert hat. Ja, ernten wir einfach jetzt hier das Feld weiter mit Raps für unsere Dieselproduktion. Unseren LKW können wir jetzt auch umparken für unser nächstes Feld, was wir hier jetzt am Abernten sind. Ja, das tut mir jetzt ein bisschen leid, dass wir hier ja nicht so, ja, das hier ist der große Esus Knactus. Warum wir jetzt nicht ja, das auf einmal verkaufen können. Es wird zwar was verkauft, aber ja, nicht so, wie ich es gerne hätte. Es ist auch ja nicht ich kann es auch nicht ja per Maus verkaufen. Dort wird uns wahrscheinlich einfach nur ja die Variante bleiben, uns immer hier ja einzeln das zu abzuladen und wieder aufzuladen. Ist zwar ein bisschen komisch. Ich habe noch eine Variante, ja, habe ich noch, die wir ausprobieren werden. Aber ja, das tut mir jetzt ein bisschen leid hier für diese Folge, dass wir dies jetzt hier nicht so entladen können, wie ich das gerne hätte. Ich habe gedacht, wir laden ja das Bier einfach hier ab. Mit den Coca-Cola-Kisten hat das auch wirklich sehr gut funktioniert. Aber ist ja mit diesen Kisten der Guinness-Brauerei, ja, ich weiß nicht, warum das hier nicht so richtig funktioniert. Ich muss noch mal in die Logdatei reinschauen, um dieses Problem hier zu beheben. Ja, Leute,
Es tut mir jetzt leid, dass das hier nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Das gute Guinness-Bier, ja, können wir leider so nicht entladen. Ich muss jetzt erstmal einmal schauen offline, warum dies hier nicht so funktioniert. Und deshalb würde ich sagen, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Video und ich werde euch natürlich dann darüber informieren, warum dies nicht funktioniert hat. Macht's gut, tschüss.